herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Erstausstattungs-Flops. Und zwar habe ich ja schon mal ein Erstausstattungs-Must-Have-Video gemacht und jetzt kommt der Gegensatz dazu und ich war schockiert, was ich hier noch für viele Flops rumfliegen habe, die ich überhaupt nicht benutze. Und zwar waren das so viele, dass ich dieses Video in zwei Abschnitte teilen werde. Und zwar jetzt einmal für die Erstausstattung, was ich wirklich in der Schwangerschaft gekauft habe. Und dann folgt nochmal ein Video für Dinge, die ich später für Baby und Kleinkind gekauft habe. So, und mir ist natürlich auch bewusst, dass wenn ich jetzt hier irgendwas nenne, was für uns der absolute Flop war, das nicht heißen muss, dass das für euch auch ein Flop ist. Also nehmt das Ganze nicht zu ernst. Vielleicht überlegt ihr einfach nochmal, vielleicht hat ihr recht oder auch nicht. Oder schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn das bei euch ganz anders war, wenn ihr dieses Produkt geliebt habt oder immer noch braucht. Oder ob ihr noch andere Flops habt, die für euch der absolute Quatsch waren. Und dann bleibt gerne dran. Ich fange mal an mit dem allerersten Teil. Und zwar ist das dieser tolle Schirm hier. Der hat hier unten so eine Klemme dran, die man an den Kinderwagen machen kann. Und ich dachte so in der Schwangerschaft, boah, das ist voll süß mit so einem Schirmchen am Kinderwagen. Und das sieht voll hübsch aus. Und dann kann man auch mal gegen die Sonne und so. Pustekuchen. Dieses Ding kann man angeblich hier irgendwie verstellen oder auch nicht. Das kann man hier verstellen oder auch nicht. Und das kann man hier festmachen oder auch nicht. Das ist sowas von schwer, dieses Ding in die Position zu kriegen, wie man das gerne haben möchte, dass es dem Kind nicht ins Gesicht scheint und diese Pinöppel dem Kind nicht ins Auge pieksen oder beim Geschwisterwagen dem anderen Kind nicht ins Auge pieksen und es baumelt da so rum und für uns war es auf jeden Fall überhaupt nichts. Schade. Es wäre süß gewesen. Jetzt geht er nicht mehr zu. Trotzdem liegt er immer noch hier rum. Warum auch immer. Genauso wie die anderen Flops hier. Dann haben wir diese Milchpumpe von Medela. Nicht falsch verstehen. Medela hat super Sachen. Die Milchpumpe ist auch im Prinzip eine gute Pumpe oder sagen wir mal eine gute Handmilchpumpe. Handpumpe? Handmilchpumpe? Ich glaube Handmilchpumpe. Es geht nur darum, wenn ihr mal so ein ganz kleines bisschen Milch abpumpen möchtet, dann ist das okay. Wenn ihr aber wirklich darauf angewiesen seid, dass ihr Milch viel abpumpen müsst, dann holt euch bitte eine elektrische Pumpe aus der Apotheke oder kauft euch eine. Aber man kann die in der Apotheke leihen. Mit diesem Handpumpgerät sitzt ihr wirklich ewig da und ihr macht euch alles kaputt. Ich weiß, dass es bei einigen Frauen gut funktioniert, aber ich denke, die Mehrheit kann mir nachfühlen, dass das nichts für die Dauer ist. Dann habe ich diese schöne Kiste hier. Und zwar ist das alles so in der Schwangerschaft gekommen und auch als der Carlo noch ganz, ganz klein war. Weil, ich habe ja schon mal erzählt, der hat einfach keinen Schnuller genommen. Und die Mutter wollte unbedingt, dass er einen Schnuller nimmt und hat sich dumm und dämlich gekauft. Jetzt haben wir diese ganzen Schnuller hier in verschiedenen Formen. Und Farben, als ob die Farben ihn interessiert hätten, in Größen. Ich habe sogar Schnuller aus Amerika bestellt. Das war, glaube ich, der hier, der so eine spezielle Form hat hier. Es hat alles nichts genützt. Am geilsten ist der hier. Der ist, wenn man den im Mund hat, ein Schnabel. Richtig super. Jetzt nimmt er jeden Schnuller. Mit anderthalb. Ne? Jetzt will der ständig einen haben. Aber es hat nichts geholfen. Und auch die Bonnie nimmt nur den einen einzigen Schnuller von Baby Love, den Mini. Ne, Bonnie? Haben wir alle umsonst gekauft. Obwohl, jetzt hat der Carlo Spaß, mit dieser Dose zu spielen.
Dann geht's weiter mit einem Teil, was ich euch jetzt nicht hier in die Kamera halten kann, weil ich schon in den Keller verbannt habe. Und zwar ist das unsere Kinderwagenschale. Mir ist klar, natürlich, jeder kauft einen Kinderwagen in der Schwangerschaft, weil die auch so schön und so süß sind. Man kann ja dann hinterher den Sportaufsatz drauf machen oder man kann auch einen Maxi-Cosi drauf machen oder irgendeinen anderen Autositz. Aber bei uns war bei beiden Kindern die Kinderwagenschale, Wanne, wie auch immer man sie nennen will, ein absoluter Flop. Die haben beide da drin nur geweint. Ich finde die auch nicht so schön, weil die haben da drin einfach keinen Halt. Man muss sich irgendwas bauen aus Kissen und Decken oder man legt sie vielleicht auch auf den Bauch, kann man auch machen. Aber die wackeln da drin rum. Und ich kenne wirklich kein Baby, was das richtig gefeiert hat. Dann habe ich mal stellvertretend für mehrere Produkte diese Gesichtscreme hier von HIP. Ich bin ja begeistert von den HIP-Produkten. Die riechen alle toll und erfüllen auch ihren Zweck. Aber ein Baby braucht normalerweise keine Gesichtscreme, keine Bodylotion. Alles, was ich so schön gekauft habe in der Schwangerschaft und auf dem Wickeltisch so schön hingestellt habe, war ein Flop. Diese Creme habe ich in Carlos Schwangerschaft gekauft, was jetzt über 2 Jahre her ist. Und die ist immer noch voll. Weil, warum zur Hölle soll ich dem Kind das Gesicht eincremen? Der hatte noch nie irgendwie raue Haut oder sonst irgendwas. Wenn das bei eurem Kind natürlich so ist, dann bitte eincremen. Aber eine normale Babyhaut braucht nirgendwo irgendwas. Dann haben wir dieses Riesenteil hier. Und zwar ist das die Babybadewanne. Boah, jetzt schallt's. Von IKEA. Die ist super hübsch, finde ich. Die ist ausreichend vom Platz. Die hat hier so Anti-Rutsch-Dinger. Die hat hier so Anti-Rutsch-Dinger. Die ist total günstig in der Anschaffung. Die kann man gut tragen, wenn die voll ist. Die erfüllt alles, was eine Babybadewanne erfüllen sollte. Aber die war für uns ein totaler Flop, weil wir eben eine Badewanne haben. Und wir haben die Babys einfach von Anfang an mit uns in die Badewanne genommen. Und wenn die sitzen können, sitzen die in der Badewanne. Also dieses Ding hier, so schön und so gut es auch ist, hat bei uns einfach nichts außer schreiende Babys und Rückenschmerzen und zu wenig Stauraum hinterlassen. Also wir haben die einfach nicht gebraucht und die Babys fanden es auch mit Abstand viel, viel toller, mit uns in der Badewanne zu baden. Eine Sache, die ich euch jetzt nicht mehr zeigen kann, weil ich die alle aus den Kleiderschränken verbannt habe, und zwar waren das Neugeborenenmützchen, die man hier unten so zubinden kann. Erstmal finde ich, dass die schlimm aussehen, dann finde ich die Vorstellung, dass man hier sowas zugebunden hat, total schlimm. Und Babys haben einfach keinen Hals. Wenn man bindet die so zu und dann haben die hier so eine Schleife und das fand ich ganz schrecklich. Ich dachte, das wäre süß und dann habe ich die gekauft und meine Mutter hat auch welche gekauft, aber die sind nie zum Einsatz gekommen. Dann haben wir schon das allerletzte, was ich total schade finde, und zwar solche Schnuffeltücher und Kuscheltiere. Der hier ist jetzt total cool, finde ich. Den kann man nämlich hier mit Klettverschluss irgendwo festmachen. My Best Friend steht da drauf. Von Chibo. Ich weiß gar nicht, von wem wir den mal geschenkt bekommen haben. Aber leider interessieren sich meine beiden Babys absolut null für irgendwelche Kuscheltiere oder Tierchen. Die haben alle, darf ich mal kurz klauen, Bonnie? Carlo und Bonnie haben beide Spucktücher. Immer so zum Schnuffeln, zum Kuscheln. Da ist dann die Schnullerkette immer dran. Und mehr wollen die nicht. Also jetzt fängt der Carlo mittlerweile ein bisschen an, mit Kuscheltieren zu spielen, mit anderthalb. Aber vorher haben die überall einfach nur rumgeflogen. So, das war's schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vielleicht habt ihr noch andere Sachen, die für euch absolute Flops waren. Oder wie gesagt, ihr habt vielleicht irgendwas total gebraucht von dem, was ich jetzt hier erzählt habe. Und dann lasst mir das gerne in den Kommentaren da. Ich bin ganz gespannt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ciao!